Der CDU-Bundesvorstand hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag einstimmig als Spitzenkandidatin für die Europawahl Anfang Juni nominiert. Das bestätigte CDU-Chef Friedrich Merz in einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. Zuvor hatte von der Leyen in dem Gremium ihre Bereitschaft erklärt, für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission zur Verfügung zu stehen. Die Welt heute sei eine völlig andere als 2019, zu Beginn ihrer ersten Amtszeit, sagte von der Leyen. In diesen 5 Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann. Und wie du es gesagt hast, Friedrich, die letzten 5 Jahre waren ebenso fordernd wie außergewöhnlich. Von der Leyen machte deutlich, dass für sie ihre Aufgabe in Europa noch lange nicht erledigt ist. Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit auf die neuen Bedingungen ausrichten. Wir müssen mit der Wirtschaft die Klimaziele erreichen. Wir müssen die Chancen der künstlichen Intelligenz ebenso nutzen, wie wir sie mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft verbinden müssen. Wir müssen in der Digitalisierung vorankommen, die hilft auch dabei, die Bürokratie schlank zu halten. Anfang März will die konservative europäische Parteienfamilie EVP von der Leyen in Bukarest dann als Spitzenkandidatin für die Europawahl aufstellen. Die großen Parteienfamilien hatten sich darauf verständigt, das Prinzip der Spitzenkandidaten bei der Europawahl Anfang Juni einzuhalten. Danach kann die stärkste Fraktion im neuen Europaparlament Anspruch auf den Chefposten der EU-Kommission erheben. Den Posten soll nur eine Person bekommen, die vorher bei der Europawahl angetreten ist. Nach Informationen von EU-Diplomaten könnte von der Leyen auf die Unterstützung von 26 der 27 EU-Staats- und Regierungschefs rechnen. Nur Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán dürfte nicht zustimmen. Einstimmigkeit ist allerdings nicht notwendig.